Moin Sikros-Freunde, willkommen zurück hier auf unserem Kanal und willkommen zurück im Trockendock. Wir haben die Jervis, den T7-Zerstörer der Briten, erspielt und möchten sie euch jetzt hier vorstellen im Vergleich zu anderen Schiffen. Wir möchten euch eine Basisskillung mit auf den Weg geben, wo es Sinn macht. Experimente sind natürlich nicht ausgeschlossen, das obliegt dann jedem von euch selbst. Wir haben uns wieder ein paar Schiffe rausgesucht, wo wir dann ab und zu ein paar Werte vergleichen, wo die Jervis dann so einzuordnen ist. Und wir fangen wie immer an mit einer kurzen Geschichte zu dem Schiff hier. Ja, wurde auf Kiel gelegt am 16.08.37. Stapellauf war dann im Jahre 38 und die Indienststellung war im Mai am 10.05.1939. Nach einigen Operationen in der Homefleet sozusagen, nach kurzem Aufenthalt da, wurde es dann zur 14. Zerstörerflottille verlegt und da zum Führungsschiff ernannt. Die 14. Flottille operierte im Mittelmeer bei Malta und da war ihr neues Aufgabengebiet, leitete quasi die ganze Flottille da an und ja, sicherte den Rückzug aus Malta von den Zivilisten, beschützte Malta so gut es eben geht, übernahm Begleitschutzaufgaben von Konvois, von Versorgungstransporten im ganzen Bereich, sollte die Nachschubanlandung in Kreta der Deutschen verhindern, was zum Teil halt auf jeden Fall ihr Einfluss war spürbar und ja, nahm dann an weiteren auch Landbeschussaktionen teil und so weiter und so weiter. Eine der herausragenden Aufgaben, die sie dann hatte, war bei der Landung in Sizilien zu unterstützen. Die Nachhut oder der zweite Stoßkopf wurde von ihr quasi beschützt oder die gab ihr Deckung und der Landbeschuss war auch eine der großen Aufgaben in dieser Zeit. September 1944 verlegte sie zurück nach Belfast, um sich da einer Modernisierung zu unterziehen. Das Radar wurde komplett überarbeitet und wurde danach wieder in den Mittelmeerraum beordert und stieß da zur Mediterranean Fleet, ja, die bei Haifa da operierte, als stationiert war und von da aus dann unternahm sie noch ein paar Aufgaben, die übertragen wurden. Später dann verlegte sie zurück nach Großbritannien, wurde dann noch als Schulungsschiff dort benutzt. Später als Zielübungsschiff und wurde dann abgewrackt, verkauft sozusagen und da abgewrackt verschrottet. 1949 war das der Fall. Das Schiff überlebte also den Zweiten Weltkrieg und ja, hatte dann ein wenig ruhmreiches Ende, wurde einfach auseinandergenommen. Ja, und jetzt kommen wir zu den Werten in-game. Wie hat World of Warships oder Wargaming dieses Schiff hier ins Spiel gebracht? Es ist ein Schiff der Treiberklasse und lässt sich natürlich perfekt vergleichen mit der Haider. Und wir haben nebenbei noch zwei Schiffe rausgesucht, aber immer mal wieder die Werte mit anbringen. Die Sims und die Akazuki. So, wir haben hier 14.300 Trefferpunkte. Das ist doch 1.400 Punkte weniger als bei der Haider. Der Rest ist besser. Also gegen die Sims und die Akazuki hat sie hier, die Jervis, mehr Trefferpunkte. Die Panzerung möchten wir nur mal kurz einblenden. Weißblechdosen ausgerollt, in Schiffform gebracht, 16 mm, also nichts Besonderes. 1,6 cm ist der Kram hier dick und das war's schon. Von daher blenden wir die Panzerung wieder aus, die kann man ja gar nicht Panzerung nennen. Dann kommen wir zur Artillerie. Drei Türme, A2 Rohre, 120 mm, schnelle Schussfolge, 5 Sekunden, Turmdrehzeit 18 Sekunden. 1700 Alpha-Schaden mit einer sehr angenehmen Brandwahrscheinlichkeit von 8% und die AP-Granate hat 2100 Alpha Damage. Die ganze Geschichte wird über 12,1 Kilometer transportiert und landet dann auf dem gegnerischen Schiff als maximale Kampfentfernung 12,1. Die Haider hat da 12,3, hat einen höheren Alpha-Schaden bei der HE-Granate, aber eine niedrige Brandwahrscheinlichkeit. Die AP-Granate ist komplett identisch. Turmdrehzeit und Nachladezeit sind ebenfalls bei der Haider identisch. Sticht dann aber die Sims hervor, die ein größeres Kaliber hat und trotzdem kürzer nachladen kann, 3,3 Sekunden. Und die Turmdrehzeit bei der Sims sind 7,2 Sekunden. Das ist doch da ein deutlicher Vorteil bei dem Amerikaner. Die HE-Granate hat 1800, während die AP-Granate komplett identisch mit den britischen Pendants ist. Ja, Akazuki als Torpedoboot eher nicht so ein großer Vergleich. 26,1 Sekunden ist da die Turmdrehzeit. Also da ist die Jervis und die Haider halt gut im Mittelfeld zwischen Sims und
Akatsuki angesiedelt. Auch die Reichweite der Akatsuki und so weiter ist nicht so weit. Von daher schwingen wir uns gleich zu den nächsten Thematik. Beziehungsweise, ich möchte ganz kurz noch anbringen, der hintere Turm, das ist mir aufgefallen, der dreht sich um 360 Grad auf dem Live-Server. Und das ist sehr, sehr angenehm, weil ihr immer, wenn ihr auf frontal zum Gegner fahrt und dann leicht anwinkeln müsst, relativ schnell 6 Rohre auf den Gegner gerichtet habt und deswegen auch einen guten Schaden, schnell einen guten Schaden machen könnt. Das ist wirklich eine tolle Sache, das macht wirklich Laune. So, dann zu den Torpedos. Ihr habt 2 Werfer A5 Rohre, die in einem kleinen Fächer, also schmalen Fächer oder eben einzeln abzuwerfen sind. Anmerkung dazu, der Torpedowerfer wird erst dann nachgeladen, wenn alle 5 Torpedos den Werfer verlassen haben. Behaltet ihr 2 auf diesem Werfer übrig, wird nicht nachgeladen. Ja, das heißt, ihr habt in dem Werfer nur noch 2 und dann hier nochmal 5. Naja, ich wollte es nur gesagt haben, manchmal vergisst man das ganz gerne. So, Ladezeit des Werfers, 120 Sekunden, ist der langsamste Werfer im Vergleich zu unseren 3 Schiffen, die wir herausgepickt haben. Selbst die Haida hat 96 Sekunden Nachladezeit und die Akatsuki und die Sims ist um die 70 Sekunden angesiedelt. Torpedo-Reichweite auch recht ärmlich mit nur 7 Kilometer, selbst die Haida hat einen Kilometer mehr und die Sims und die Akatsuki sowieso. Torpedogeschwindigkeit 59 Knoten ist, lässt sie jetzt auch nicht gerade mit Ruhm bekleckern sozusagen, oder bekleckern sie sich auch nicht gerade mit Ruhm so rum. Ja, ist ziemlich langsam. Die Sims hat langsamere Torpedos, die kommen aber weiter. Und die Haida ist da sowieso mit 62 Knoten und 8 Kilometer Torps, ist natürlich schon richtig geil. Ja, genauso wie die Akatsuki. Also als Torpedoboot muss das ihre Stärke sein. Flugabwehr lassen wir außen vor, da ist die Sims sowieso eins der stärksten Schiffe auf der Tierstufe in dem Bereich Zerstörer. Kommen wir jetzt zur Manövrierfähigkeit und das ist wieder sehr, sehr, da bin ich sehr gespalten. Ja, die Manövrierfähigkeit, prinzipiell fühlt sich das Schiff sehr, sehr gut an. Ihr habt einen engen Wendekreis von 590 Meter, das ist wirklich sehr angenehm zu fahren. Ihr habt eine kurze Ruderstellzeit mit der Steuergetriebe-Modifikation nachher, dann kommt ihr noch weiter runter, also von daher macht das durchaus Sinn, auch unter 3 Sekunden. Aber ihr habt ein großes Manko, nämlich 36 Knoten Höchstgeschwindigkeit ist erstmal ganz okay, aber ihr habt keinen Motorboost. Und das ist der Unterschied zu allen anderen DDs auf der Tierstufe. Denn alle anderen DDs um euch herum haben Motorboost, zumindest Stand heute. Ja? Das heißt, ihr könnt hier nicht eben mal schnell auf 40 Knoten oder ähnliche Geschwindigkeiten beschleunigen. Ihr bleibt auf den 36 Knoten und wenn ihr Sierra Mike benutzt, eben 37,8 Knoten, was doch der große Nachteil der britischen Zerstörer ist. Gut, gehen wir weiter in der Geschichte. Verborgenheit. 7,2 Kilometer zu Wasser, die Haida hat 6,5. Alle anderen DDs sind entweder schlechter oder gleich gut, sage ich jetzt einfach mal, die wir jetzt hier im Vergleich haben. Die Akatsuki 7,2, die Sims 7,6, die kriegt ihr also nicht so weit runter geskillt. Nur die Haida hat es da eine ganze Ecke besser, weil die mit 6,5 doch sehr weit runter zu skillen ist. Entdeckbarkeit aus der Luft 3,7, das ist ein Wert, den man sich mal einprägen sollte, gerade wenn Flugzeuge in der Nähe sind. 3,7 Kilometer bleibt da eine Zahl. Ja. Und alle anderen Schiffe sind entweder gleich oder schlechter aus der Luft getarnt. Das ist dann ein interessanter Nebenaspekt. Zumindest von den Schiffen, die wir hier vergleichen. Ich spreche jetzt nicht für alle Schiffe, ja. Nur mal so am Rande. So, Abfeuern der Hauptgeschütze im Nebel. 2,6 Kilometer geht ihr auf. Die anderen Schiffe, also die Haida geht 2,3 Kilometer auf. Die Sims 2,8, die Akatsuki 2,7. Wobei die Akatsuki, wieso was Besonderes ist, die schießt sehr selten aus dem Nebel, sage ich jetzt einfach mal. Die Hauptaufgabe bei der ist ja eher Torpedos benutzen. So, und dann kommen wir direkt zu den Modulen bzw. zu den Verbrauchsmaterialien zuerst. Wir haben hier Schadensbegrenzungsteam 1 und 2. Jeweils sind die Dinger 5 Sekunden aktiv. Nur der Unterschied ist 60 Sekunden Ladezeit für Standardverbrauchsmaterial und 40 Sekunden für Premiumverbrauchsmaterial. Was dann schon mal ganz angenehm ist, wenn ihr brennt oder in irgendwelche brenzlige Situationen sind, dass ihr irgendwie die Geschütze reparieren müsst oder solche Sachen, da hilft das dann schon ungemein. Der Nebelerzeuger, ebenfalls dort Besonderes bei den Briten, er hat eine Aktivitätsdauer von 10 Sekunden. Also 10 Sekunden lang wird Rauch ausgeworfen oder Nebel ausgeworfen. Eure Nebelwand verflüchtigt sich aber relativ schnell wieder. Die steht nur 40 Sekunden. Was dann wieder eher dazu führt, dass dieser Nebel eine defensive Waffe ist. Es ist eine Art Escape Room, also Fluchtraum, wenn ihr draußen unterwegs seid, auf dem offenen Wasser
und euch in ein Schussduell einlasst und plötzlich kommen noch Kreuzer dazu oder so eine Sache und ihr merkt, oh, das geht, könnte schlecht für mich ausgehen, sind diese Nebelwerfer immer relativ schnell parat für euch, nämlich alle 70 respektive 90 Sekunden beim Standardverbrauchsmaterial. Ihr habt davon 5 respektive 6 Aufladungen. Ihr drückt die Dinger rein, fahrt in den Nebel, bleibt vielleicht ganz kurz stehen, um die um nicht mehr entdeckt zu sein oder verlangsamt etwas, ja, und fahrt dann gleich wieder weiter, weil so lange steht der Nebel ja kaum, um da wirklich drinnen stehen zu bleiben und groß was zu schießen, ist eher nicht so geeignet dafür. Kann man mal machen, aber ja, prinzipiell ist doch eher so eine Art Versicherung, Überlebensversicherung, könnte man sagen. Solange man da drinnen nicht parkt, geht das einigermaßen. Und dann kommt eure große Stärke, denn wenn ihr im Nebel seid oder auf der Flucht seid, ist es natürlich wichtig zu wissen, was um einen herum passiert. Und darum gibt es die hydroakustische Suche auf den britischen DDs mit besonderen Eigenschaften. Schiffe und Torpedos werden jeweils 3 Kilometer aufgeklärt. Also ihr habt hier keine unterschiedlichen Werte mehr zwischen Schiffe und Torpedos, sondern einen gleichen Wert. 3 Kilometer deckt ihr alles auf, was da rumschwimmt, unter Wasser oder über Wasser. Und dann aber eine Wirkungsdauer des Verbrauchsmaterials 3 Minuten respektive 3 Minuten, ich habe es jetzt schon verwechselt mit der Ladezeit, also 3 Minuten seht ihr immer ein bisschen mehr, also 3 Kilometer weit unter Wasser. Die Torpedos ploppen früher auf. Wenn ihr Premium-Verbrauchsmaterial benutzt, habt ihr 2 Minuten Abklingzeit, beim Standard eben 3 Minuten. Ladung 2, 3, das ist ja, ist ja die übliche Geschichte, die immer wieder bei diesen Premium-Geschichten eine Rolle spielt. Dann kommen wir zu den Verbesserungen. Was baut man in diesen DD denn ein? Sinnvollerweise die Hauptbewaffnungsmodifikation 1, weil die eben die Ausfallrisiko der Hauptgeschütze respektive des Torpedowerfers eben einfach mal weiter minimiert. Und das ist das, was ihr am meisten benutzt mit diesem Ding hier. Also rein mit der Hauptbewaffnungsmodifikation 1. Alles andere ist meiner Meinung nach weniger effizient. Also Magazinmodifikation macht man mit einer Flagge. Da gehen wir nachher gleich drauf ein und die Hilfsbewaffnungsmodifikation braucht ihr hier überhaupt nicht. Punkt. So, dann haben wir den Slot 2, Antriebsmodifikation, Steuergetriebemodifikation. Zwischen den beiden müsst ihr euch entscheiden. Ich baue die Antriebsmodifikation in diesen DD ein. Ja, es verringert einfach die Ausfallwahrscheinlichkeit, entweder des Ruders oder eben der Schraube. Die andere Geschichte da oben ist für DDs eher weniger interessant, weil ihr aus dem Verborgenen operiert und von daher, ja, macht das am wenigsten Sinn. Wenn ihr mal beschossen werdet, dann fallen bei euch immer gleich Systeme oder Module aus. Darum müsst ihr hier dafür sorgen, welchem Modul ihr lieber weniger Ausfall drauf habt. Und ich habe mich jetzt hier für den Antrieb entschieden. Slot 3. Slot 3, Zielsystemmodifikation, ist hier der erste Punkt, den ihr unbedingt benutzen solltet. Also das bringt euch die meisten Vorteile. Streuung der Hauptgranate wird minimiert und die Torpedowerfer-Drehgeschwindigkeit wird um 20% erhöht. Also wenn Ziele auf verschiedenen Bordseiten auf einmal auftauchen, dann könnt ihr damit relativ zügig eure Torpedowerfer ins Ziel drehen. Wie gesagt, Flakbewartung macht gar keinen Sinn. Hauptbewartungsmodifikation, wer die Turmdrehgeschwindigkeit auf Kosten der Nachladegeschwindigkeit skillen möchte, ist mit dem Modul beraten. Ich denke aber nicht, dass das Sinn macht, sondern man sollte lieber den Elite-Schützen skillen, um da die Turmdrehzeit zu minimieren. Alles andere, ja, das ist hier bestenfalls die zweite Wahl. Ja? Und dann kommen wir auf Slot 3. Slot 3 haben wir wieder eine Schadensbegrenzungsmodifikation, was hier auch ganz klar von abzuraten ist aus meiner Sicht. Ja, für die Standardskillung, für die Basics sozusagen, nehme ich hier Steuergetriebe Modifikation 2. Und wir haben dann eine Ruderstellzeit von 2,8 Sekunden. Das ist wirklich schon richtig angenehm und kann dann ja, gut eingesetzt werden. Die Wendigkeit von dem DD ist sowieso ziemlich geil. Vor allen Dingen ist der DD nicht sehr lang. Ja. Das gefällt mir bei den Briten sowieso schon mal super gut. Kommen wir dann gleich zu dem Äußeren. Fangen wir vorne mit den Tarnungen an. Wenn ihr das Schiff dann später im Forschungsbaum mal erforscht habt, ich habe es ja erspielt, aus den Containern bekommen und deswegen ist es bei mir noch Gold. Es ist eigentlich ein Forschungsbaumschiff. Spätestens ab dem nächsten Patch wird es wahrscheinlich dann so sein oder übernächsten Patch. Man weiß es nicht genau, aber auf jeden Fall ist es ein Standard-Forschungsbaumschiff und ihr bekommt da die Möglichkeit für Dublone Lackierung nachzurüsten mit den Standardwerten minus 3% Erkennbarkeit zu Wasser und plus 4% Streuung der Gegnergranaten und dann halt Kosten der Schiffswartung um 10% reduziert, EP-Gefecht um 50% erhöht. Gibt hier dann so einen mint-grau-grünen, schwarz-silber kombinierten Anstrich
Ja, wer es braucht, ich weiß nicht. Ich finde die jetzt nicht so schön wie bei der Lightning. Da macht die Lackierung irgendwie doch noch ein bisschen mehr Sinn. Aber es ist ein Forschungsbaumschiff. Jetzt muss jeder für sich wissen, ob er denn da überhaupt die Dublonen für ausgeben möchte. Kommen wir zu den Signalen. Welche Signale sind hier sinnvoll? Ihr wisst ja, wir haben eine Brandwahrscheinlichkeit von 8% und wir können die Brandwahrscheinlichkeit skillen, indem wir hier dann Victor Lima und India X-Ray rauf basteln auf den Dampfer. Dann sind wir nämlich schon mal ruckzuck bei eben 9%. Wir haben 0,5% erhöht wegen dem Kaliber. Ja, dann geht's weiter. Natürlich macht hier Juliet Whisky Una One Sinn. Ihr wollt, wenn er trefft, dann auch natürlich eine hohe Wahrscheinlichkeit haben, Wassereinbrüche zu verursachen. Die machen immer noch mehr Schaden. Ja, zum Beispiel, wenn ein Schiff nicht reparieren kann, kein Schadensbegrenzungsteam parat hat. Dann Juliet Charlie. Magazindetonationswahrscheinlichkeit wird komplett vom Schiff entfernt. Sehr, sehr wichtig. Dann Sierra Mike, meiner Meinung nach eine Pflichtflagge. Hier für diese britischen DDs, wo ihr dann zumindest in der Grundgeschwindigkeit erhöht seid, nämlich 37,8 Knoten, ist dann der Wert. Übrigens, alle anderen DDs nutzen diese Sierra Mike-Flaggen in der Regel auch. Das heißt, ihr gleicht da nur aus. Der Differenz zwischen den Zerstörern bleibt trotzdem erhalten in der Regel. Ja, und dann haben wir noch die Ladezeit des Verbrauchsmaterials reduzieren. Das heißt, euer Nebelwerfer, euer Hydro, euer Schadensbegrenzungsteam ist schneller wieder parat. Von meiner Meinung her, so wenn man Foxtrot auch ein Pflichtskill auf dem DD, ihr braucht schnell mal irgendwie Unterstützung. Gibt manchmal auch unvorhergesehene Situationen und daher hilft euch das, schneller auf solche Situationen reagieren zu können. So, auf die Flaggen brauchen wir nicht weiter eingehen, die bringen euch keine Vorteile, außer halt die Flaggen der gewerteten Gefechte. Und da geht es nur um die Wartungskosten, nicht um Kampfstatistik in dem Sinn. So, und dann gehen wir rüber zu Kapitän. Pflichtskill. Wir gehen jetzt davon aus, ihr habt 10 Skillpunkte zur Verfügung. Auf Platz 1, ganz klar für mich, vorrangiges Ziel. Auf Platz 2 wird letzter Anstrengung, um Ausfälle zu minimieren, beziehungsweise wenn ihr sie habt, dann trotzdem weiter reagieren zu können, also das Ruder verstellen zu können und auch weiter Vortrieb zu haben. Bei dem vorrangigen Ziel möchte ich kurz nochmal drauf eingehen, mache ich deswegen, weil wenn man offen ist, dann möchte man wissen, ob man denn anvisiert wird überhaupt. Und das sagt eben ein das vorrangige Ziel. Und wenn man anvisiert wird, von wie viel wird man anvisiert? Und deswegen ist das eine der wichtigsten Skillungen für einen DD-Fahrer überhaupt. So, auf Slot 3 würde ich zuerst Schießgrundausbildungsskillen, um die Nachladezeit eurer Hauptgeschütze zu minimieren. Ihr habt 5 Sekunden standardmäßig. Wenn ihr die Schießgrundausbildung gemeistert habt, dann sind es 4,5 Sekunden. Und das macht bei einem richtigen Infight dann schon mal auch einen Unterschied aus auf dieser Tierstufe. Und als vierten Skill in der unteren Reihe würde ich zuerst den Tarnungsmeister empfehlen, um eure Sichtbarkeit des Schiffes runterzubekommen. Und ja, das war es eigentlich schon für die ersten 10 Punkte. Wenn ihr dann weitere Punkte zur Verfügung habt, was macht Sinn? Präventive Maßnahmen kann Sinn machen. Ihr habt weniger Modulausfall, also weniger wahrscheinlich, dass Schütztürme ausfallen, dass Ruder ausfällt, dass ihr Motorschaden habt. Müsst ihr selber einschätzen, ob euch das schon zu viel ist oder so, aber vergesst nicht, mit letzter Anstrengung könnt ihr immer weiter das Ruder bewegen und auch vorwärts fahren. Es ist zwar nicht mehr so agil, aber ja, die präventiven Maßnahmen werden da so ein bisschen die Wirksamkeit so ein bisschen abgeschwächt, dadurch, dass ihr hier eben was mit letzter Anstrengung skillen könnt. Beschussalarm könnte Sinn machen, wenn ihr wissen wollt, wenn ihr beschossen werdet und habt ihr 6 Sekunden Reaktionszeit, um euer Schiff in eine andere Lage zu bringen. Vielleicht hilft das dem einen oder anderen. Der Ladeexperte macht hier nicht so viel Sinn. Ihr habt nur eine geringe Nachladezeit, von daher ist es eher nicht so zu empfehlen. Dann in der zweiten Reihe Adrenalinrausch. Ihr verliert Trefferpunkte, bekommt dafür Nachladezeit geschenkt. Also da kann man natürlich auch ordentlich mal den Damage-Output erhöhen, umso weniger Trefferpunkte man selber hat. Das könnte Sinn machen. Nebelwandexperte kann Sinn machen, aber würde ich eher in die hintere Kategorie setzen, also nicht mit Priorität zu skillen. Was sehr viel Sinn macht, ist hier der Elite-Schütze, der dafür sorgt, dass die Türme schneller drehen. Ihr habt 18 Sekunden Turmdrehzeit. Damit kriegt er sie deutlich weiter runter. Ich habe den genauen Wert jetzt leider gerade nicht im Kopf. Dann 1000 Sasser, auf jeden Fall sinnvoll. Minus 5% Nachladezeit Verbrauchsmaterials in Verbindung mit der Flagge. Könnt ihr sogar 10% rausholen, was dann ja, euch in die Lage versetzt, fast auch permanent, nicht durchgehend, aber fast permanent Nebel setzen zu können. Also nice to know. So, Experte der Überlebensfähigkeit ist in der dritten Reihe einer der Skills, die ich ganz euch doll ans Herz lege.
7 mal 350 Punkte könnt ihr rechnen. Ja, das sorgt dafür, dass ihr im entscheidenden Punkt dann vielleicht doch länger überlebt als der DD gegenüber. Torpedo-Bewaffnungskompetenz, ihr habt 2 Minuten Nachladezeit, 12 Sekunden würden runtergehen bei 10% Boni. Ja, dann seid ihr bei 108 Sekunden. Das kann sich durchaus schon lohnen, gerade wenn man gerne torpt. Ihr geht jetzt nicht, ihr habt jetzt nicht so viel Speckgürtel, ne? Das ist natürlich dann von der Wirksamkeit des Skills, naja, muss man halt sehen. Ihr habt nur 700 Meter, wo ihr nicht aufgeht. Also von daher, Torpedo-Bewaffnungskompetenz lieber ein Stückchen weiter hinten anstellen, meiner Meinung nach. Ihr werdet wahrscheinlich häufiger schießen als Torpedos benutzen. Würde ich jetzt mal so einschätzen. Ja, ihr habt dann auch noch den Sprengmeister, der euch auch in die Lage versetzt, dass eure HE-Munition besser brennt, also die Wahrscheinlichkeit erhöht, dann kommt ihr sogar auf 11%, also von daher die Option gibt es hier in der Dreierreihe eben auch noch. So, solltet ihr eben nicht so doll auf Tarnung fahren wollen, dann gibt es hier durchaus auch eine Überlegung, verbesserte Schießausbildung zu skillen, weil ihr dann weiter schießen könnt. Aber vergesst eins nicht, der Schießbogen, also der Projektilbogen ist relativ hoch, das heißt, auf 14 Kilometer könnt ihr zwar kommen mit der Schussreichweite, aber ob ihr dann noch was trefft, ist eine andere Frage, weil die Mumpeln doch sehr, sehr lange unterwegs sind. Und von daher empfehle ich das nur für fortgeschrittene und experimentierfreudige Kapitäne. So, und dann haben wir Trägerzünder für Sprenggranaten. Ihr verliert Brandwahrscheinlichkeit genau 1% und gewinnt dadurch 30% Durchschlag eurer Granate, eurer HE-Granate auf dem gegnerischen Schiff. Sehr, sehr interessant, sehr, sehr gut zu empfehlen. 120 mm profitiert ungemein davon. Von daher überlegt es euch, könnte sinnvoll sein. So, und dann haben wir es. Wir haben Kapitänskill, wir haben euch über Signale informiert. Ja, jetzt fehlt eigentlich nur noch das persönliche Fazit. Was finde ich denn so richtig geil an den britischen Ds? Ich finde, sie sind sehr kurz, sie sind sehr wendig. Die Schussfolge finde ich sehr angenehm. Ja, also auf T7 hat mir dieses Schiff sehr, sehr viel Spaß gemacht. Bis jetzt. Und das wird mir wahrscheinlich auch noch weiterhin Freude bereiten. Was ist hier besonders? Man hat einen einzelnen Torpedoabwurf. Zum Beispiel kann man den in eigenen Situationen ganz gut verwenden, um ja, halt nicht in den Fächer zu schießen, wo man genau weiß, dass der Torpedo da am besten platziert ist. Ist wirklich genial. Ich finde auch den Exit-Nebel, also diesen Nebel, dass man den setzt, nur um sich erstmal zu verschleiern, finde ich einfach perfekt. Man kann ihn mal kurz reindrücken, sich aus der Situation zurückziehen, ein bisschen kurz sammeln und dann gleich wieder neu agieren am besten. Der hilft richtig. Und was man noch dazu sagen kann bei der Manövrierbarkeit, ihr habt hier die Besonderheit, dass diese britischen DDs den Antritt der britischen leichten Kreuzer geerbt haben. Deswegen könnt ihr auch keine Antriebsmodifikation 2 einbauen, sondern ihr habt hier schon eine sehr gute Beschleunigung mit dem Schiff und deswegen kann man das nicht noch weiter verbessern. Mir macht dieses Schiffchen auf jeden Fall sehr viel Spaß. Mir liegen die britischen DDs offensichtlich. Bis jetzt habe ich sehr viele gute Runden mit dem Ding gehabt. Meiner Meinung nach ist aber die Haider eigentlich das Ticken bessere Schiff aufgrund der niedrigeren Sichtbarkeit und dem Verbrauchsmaterial an sich. Der Nebel, der Wandernebel ist ziemlich geil. Der macht sehr, sehr viel Spaß. Und ja, der höhere Alpha-Schal mit den HE-Granaten, der ist auch ein Punkt, der sehr, sehr entscheidend ist im Zweikampf. Werdet ihr mal gegen eine Haider kämpfen, müsst ihr halt gucken, wie ihr da den Schaden auf die Haider bringt. So. Ihr werdet aber hier durchforschen und es wird euch trotzdem Spaß machen, ich bin mir ziemlich sicher. Ich hoffe, euch hat diese Schiffsvorstellung hier gefallen. Wenn dem so ist, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, auch gerne ein Abo, würde mich sehr doll darüber freuen. Empfehlt uns weiter. Und dann hören wir uns schon im nächsten Video, im nächsten Livestream wieder. Und bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Euer Seacoast Team, euer Maracha. Ciao, ciao.